So Leute, willkommen zu einem weiteren Gruppenspiel von unserer allseits beliebten Gruppe E mit Gruppenleiter Emero im Kampf gegen Mr. Mama. An meiner Seite wieder einmal der Shadow Sword 1305. Freut mich, da zu sein. Yes, und das Match beginnt wieder sehr laggy. Ja, es ist manchmal so, dass es einfach laggy beginnt, aber dann sich legt. Was mich viel eher verwundert ist, dass wir Emero jetzt mit Rob sehen. Ja, aber ich weiß, ich habe schon 150 Mal gesagt, ich werde es auch noch weitere Male sagen. Na, weißt du, was ich sagen will? Gruppe E ist die Gruppe mit den meisten Charakteren, mit denen du dich einfach nicht abkannst. Richtig, da haben wir nämlich schon wieder zwei, Fox und Rob. Fox, mein ehemaliger Main, und Rob, einer, mit dem ich nicht weiß, was ich mit ihm anfangen soll. Rob ist jetzt ist nur die Frage, wie spielt Mr. Mama Fox? Ziemlich aggressiv, wie das so aussieht gerade. Ja, also auf Deckung scheint er nicht viel zu achten. Ja, also er ist schon aggressiv. Das kann mit Fox auch leicht nach hinten losgehen. Also ich sag mal so, es bietet sich halt an, so an bei Fox, weil er halt schon sehr schnell ist. Problem ist, diese Schnelligkeit macht er eben halt daraus, dass er nicht viel aushält. Er nimmt viel Schaden. Halt sehr schnell. Ja, sieht man auch. War. Und. My boy. Man sieht schon eindeutig, Deckung scheint nicht sein Lieblingswort zu sein. Nee, ich glaube, er blockt gar nicht. Sehr, sehr aggressiv. Aber. Und unvorsichtig. Unvorsichtig. Dynastic. Emero scheint ihn auch jetzt noch nicht richtig ernst zu nehmen. Ist fraglich, ob er das bereuen wird. Ja, und da war die Upsmash von Fox, seine stärkste Smash-Attacke. Die in Melee, glaube ich, aber sogar noch stärker war. Ich hätte mal eine Frage an dich. Ja. Woher weißt du immer so viel eigentlich? Ich meine, wenn du. Oh. Das war's schon. Wow, es hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Das war nächstes schnell. Nächstes Match, warte, kannst du gleich die Frage stellen. Kirby, ein Charakter, Fleisch! 10 Wechsel Final Destination, aber Kirby, ein Charakter, einer meiner 4 Lieblingscharakter, meiner Top 4 quasi. Ich muss es also doch, ich darf es nicht mehr erweitern. Ja, aber Kirby, oh, macht Spaß. Ich kann mich nur fragen, warum das einer deiner Lieblingscharaktere ist. Ja, das ist, guck mal, wie stark dieser Attack einfach ist, wie er schon fast gestorben wäre. Ja. Ja, da schon ziemlich viel. Ich meine, jetzt schon auf 62 hoch. Du wolltest mich gerade was fragen. Ja, genau. Du hast ja aktiv Brawl gespielt, aber woher weißt du immer so viel, welche Attacken so die stärksten sind und so? Viel Erfahrung am eigenen Leib und ausprobiert. Aber so, ausprobiert habe ich jeden Charakter. Und ich habe wahrscheinlich, glaube ich, in meiner ganzen Laufbahn damals halt auf lange Zeit so gespielt. Mit Turnieren und Clans und dem ganzen Kram. Und ich glaube, ich habe noch fast keinen Charakter gesehen von jemandem, der extrem gut mit dem umgehen konnte. Und also so jeder merkt man hat das so seine schnell. Schwächen natürlich. Also es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar wenige Charakter, bei denen habe ich noch nie einen Mainer gesehen, wie zum Beispiel Luigi war bis vor kurzem noch einer. Aber sonst, wenn ich bedenke, ich habe schon extrem gute Peaches gesehen, ich habe Game & Watches gute gesehen, Robs, Snakes, sogar Sonics. Ja, okay. Also bei Snake muss ich auch mal sagen, der ist ja auch sehr stark, also von seiner Angriffsstärke her auch unglaublich. Snake ist ja, es gibt ja diese Tiers, davon kann man halten, was man will. Ein bisschen was ist schon dran. Und da ist Snake ja in der Tat nicht mehr auf Platz 2, er war es ja Ewigkeiten. Ich hab mir das neulich nochmal angesehen, weil es mich einfach interessiert, ob sich irgendwas verändert hat. Und in der Tat, Diddy Kong, es klappt hinter Meta Knight. Man mag es kaum glauben. Mhm. Also Meta Knight ist ja für mich eigentlich so derjenige, der auch so diesen, ja, einen schlechten Ruf hat, sag ich mal. Ja, Meta Knight ist eine Sache, ich habe mich unglaublich gefreut, dass er angekündigt wurde, aber ich muss leider Gottes sagen, ich liebe Meta Knight so an sich als Typ, weißt, als Figur von Nintendo. Saugeiles Ding, aber in Brawl, ich finde den echt ein bisschen langweilig zu spielen. Langweilig, ich finde ihn, wenn du ihn richtig beherrschst, finde ich ihn ziemlich assi. Also, dass du da wirklich kaum eine Chance gegen natürlich, hast. Natürlich, also Meta Knight ist nicht zu Unrecht Gott-Tier, wie man es so nennt, also in der obersten Spitze. Wenn man denn ist auch in manchen Turnieren auch gebannt, ne? Ja, wobei, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Wobei sein Glitch ist gebannt, sein Infinite Cape. Das ist ein Glitch, damit kann man unendlich lange unsichtbar sein. Oh. Wenn man denn die stabilen Finger hat. Und da geht der zweite Punkt schon an Emero. Das scheint ein ziemlicher Klassenunterschied zu sein. Und wir sehen mal. Oh! Noch was anderes von Emero. Und eine ganz neue Stage mal. Die belagerte Burg. Oh, einer meiner Lieblinge.
Was ich sagen wollte, wie gesagt, Meta Knight ist schon zu Recht ein ziemlich starkes Ding, aber ich finde ihn an sich, wenn ich ihn selber spiele, ich merke, dass er stark ist, aber irgendwie finde ich, finde ich zu öde, mit ihm zu spielen. Das vielleicht an seiner Schnelligkeit. Seine Attacken machen irgendwie nicht so viel Spaß, wie zum Beispiel vor einem Wario oder sowas. Oh ja. Oder von aber einem Captain Falcon. Wo wir gerade schon beim Thema sind. Captain Falcon habe ich auch sehr lang sehr gern gespielt, muss ich sagen. Ihr habt den auch einen Charakter, den ich gerne gespielt habe, aber ich spiele ihn aus Protest immer in rosa. Gay Falcon. Captain Nippel wurde er bei uns früher mal genannt. Captain Nippel? Weil wenn du genau hinsiehst, dann siehst du, dass Captain Falcon Nippel auf Stahl hat. Okay, das will ich gar nicht sehen. Und wirklich, Captain Falcon... Hier, Leute, die das interessiert. Captain Falcon hat Nippel aus Stahl. Guckt ihn euch an. Boah, too much information. Und Emero kriegt gerade auf den Sack, sehe ich. Das ist doch mal was. Ja, das ist neu bei dem Gegner. Weil normalerweise bisher so schnell. Ja, du zuerst. Also ich meine, diese Matches jetzt hier gegen hier Mr. Mama, die gingen jetzt sehr schnell vorbei. Und zwar beide. Deswegen überrascht mich das gerade ein bisschen, weil eigentlich ein ziemlicher Klassenunterschied vom Skill, wenn man so will, wenn man es immer so ausdrücken will, eigentlich recht sichtbar war in den ersten Matches. Zu Anfang ja. Mr. Mama war einfach zu defensivlos. Ja, man sagt ja, manchmal ist man zu defensiv. Ich erinnere nur an Ness gegen Lucario. Ja, ein Anstarr-Wettbewerb. Und manchmal ist es dann, da fehlt die Deckung einfach komplett. Aber man sieht, es scheint dagegen damit klarzukommen. Ich meine, ja, Nero jetzt kommt er damit durch. Weiß scheinbar gerade nicht so recht, was er tun soll. Oder er kommt einfach nicht zum Zug. Na, Captain Falcon ist einer, der hat einen ziemlich starken Bums in seinen Tritten. Also das muss man ihm lassen. Oh, schade. Oh, da hätten wir beinahe einen Falcon Punch gesehen. In Brawl ist nichts schöner als ein Falcon Punch, der trifft. Ja, es dauert so lange und immer ist eigentlich immer das Schönste im gesamten Spiel, wenn davon einer trifft. Also Gendorf hat zwar auch so einen, aber trotzdem, ich meine, so einen doofen Hexerschlag oder einen Falcon Punch. Komm, ist doch klar, was da besser ist, oder? Ja, es ist von der Sache an sich her viel cooler, wenn dich jemand anbrüllt, Falcon Punch, als wenn dir jemand einfach ins Gesicht schreit. Richtig, und außerdem sieht Captain Falcon aus wie so ein Neuzeit-Superheld. Ich finde ihn sowieso ein bisschen merkwürdig. Ich habe damals, als ich das allererste Super Smash Bros. Hatte, kannte ich ihn gar nicht. Da habe ich gedacht, was ist das denn für einer? Ich kannte ihn, aber nur, weil ich die Anleitung vom Smash Bros. Vom Smash Bros. Von F-Zero damals durchgelesen habe. Und da hat er wieder nachgezogen. Ja, aber auch wie schnell. Und ich bin gerade noch da. Wow! Haarscharf! Wenn sich nichts ändert, dann wird das auch nicht mit Mr. Mamas Punkt. Großpunkt. Bis eben habe ich noch dran geglaubt, muss ich ja sagen. Ja. Aber es ist noch nicht gelaufen. Man hat gesehen, wie schnell das manchmal gehen kann. Und beide haben nur noch ein Leben. Und da und war das, er! Da haben wir den Falcon Punch! Leute, mit Falcon Punch holt sich Emero seine 3 Punkte gegen Mr. Mama. Bis zum nächsten Battle. Tschö, tschö.